Die haben wir ja auch noch zu Hause. Da habe ich ja zuletzt erst ein Tuch aus dem hier gemacht. Richtig toll. Oh, hier haben wir was Neues. Die ist aber schön. Ach, das. Bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich. Warum bin ich so fröhlich war ich nie. Hallo zusammen, guten Morgen. Ich grüße euch. Ich war beim Action. Habe ein Action Haul gedreht vor Ort für meinen Kanal Mary Tuga, aber auch hier für Mary Crochet. Denn es gab wieder Wolle, es gab auch neue Wolle, genau, seht ihr gleich. Ich habe auch was für nach Hause mitgenommen, nicht viel, aber ich habe was mitgenommen. Und ich wollte euch dann gleich anschließend noch zeigen, was die nächste Häkleinleitung ist. Genau, das ist ja schon, Gewohnheit, ein Ritual, dass nach dem Haul immer eine Anleitung kommt, die ich dann nenne und auch zeige. Genau, die habe ich dann auch fertig, die zeige ich euch jetzt gleich. Ich finde das eine ganz tolle Sache, vor allem für diese Zeit jetzt auch passend. Und ja, an dieser Stelle erstmal das Action Haul. So, Einkaufswagen. Warum ist das ein Hacke? Zum Aufhängen. Günstig, ne? Ist auch cool. So, guck, so kann man das aufhängen. So, was gibt es noch hier? Wimpern. Sehen gar nicht mal so schlecht aus. Hier so eins nehmen wir mit. Ich weiß nicht, ich kann auch zwei mitnehmen. Kann man dann ja auch verschenken. Was? Oder das, ja. Ja, mit 2,79. So, jetzt mal bei Wolle. Komme ich halt nicht so gut dran. So, also wir haben einmal hier diese für 1,14. Schon günstig. Was haben wir denn hier? Ja, 100 Gramm auf 238 Meter für 1,14. Ne, finde ich günstig hier auch in der Farbe. Noch ganz schön. Dann haben wir hier was ganz Neues. Super weich. Ja. Diese Pferde da drin, die liegen da einfach. So, zeige ich mal hier die für alle, die sich dafür interessieren. Von Allison und May finde ich ja super gut. 200 Gramm auf 100 Meter, ja, weil es so dickere Wolle ist. Ne? Die finde ich ja auch klasse. Ich hätte gerne welche, die eintönig sind. Also 100%ige Baumwolle ist aber gar keine Baumwolle. Auch von Allison und May. 150 Gramm auf 263 Meter. Die haben wir ja auch noch zu Hause. Da habe ich ja zuletzt erst ein Tuch aus dem hier gemacht. Richtig toll. Oh, hier haben wir was Neues. Die ist aber schön. Ach, das ist aber so massives. Ach, hier für dieses Makramee-Garn. Hier steht es auch nochmal. 250 Gramm auf 225 Meter. Aber auch nur Teil Baumwolle. Dann haben wir die hier. Die hatten wir ja auch schon letztes Mal, ne? Genau. Nee, hier. 3,99. Hier geht's weiter. Ist das genau dasselbe? Ich meine, ja. Was denn noch? Ja. Die ist auch toll. Mit dem Glitzer. Für Wichtel, ne? Oh, schön. Und hier super weiche Wolle. Welche Farben dann noch? Pink, Grün, Blau. Dann haben wir die hier. Finde ich ja auch mal ganz toll. Davon habe ich auch, ja nee, nicht mehr viel. Da muss ich beim nächsten Mal gucken. Da nächstes Mal gucken, welche ich mitnehme. Aber viel Auswahl haben die nicht. Zwei verschiedene nur, ne? Also hier von Grün, da hätte ich aber gerne noch ein zweites. Da mache ich aktuell Kleeblätter draus. Ach, ich sehe noch eins ganz hinten. Zwei Stück für 1,49. Richtig gut. Dann gibt es ja hier noch diese Häkelnadeln, kennt ihr bereits. Und das habe ich gerade gesehen. Richtig cool. Da will ich auch was mitnehmen. Ah, Sterne. Ja, Sterne gehen immer. Blau und beige. Ja.
wir auch noch Farben. Oh, die sind auch schön. Für 79 Cent. Ich weiß, hat jetzt nichts mit Häkeln zu tun, aber ich finde die gerade so hübsch. Wolken. Auch so für die Wichtel und so, ne? Ja, mache ja aktuell so viele Wichtel. Kann man die ein bisschen mit aufhübschen. So, gucken jetzt gerade hier so Weihnachtssachen. Ach, waren die hier? So welche bräuchte ich zum Basteln. Ja, die nehmen wir. Ach, genau sowas habe ich gesucht hier. Perlenkugeln zum Basteln. Mama, aber weiß. Gold bräuchte ich auch. Mega günstig. Und da bin ich wieder. Ja, ganz kurz. Kurzes Video. Die hatten tolle Auswahl. Allerdings nicht so viel. Bei diesen kleineren Baumwolle, wo immer so, wie viele sind da drin? 8, glaube ich, ne? Genau, für 1,99. Die liebe ich, ja. Ich häkle ja viele kleine Sachen und deswegen kaufe ich die auch sehr gerne. Allerdings hatten die jetzt nur 2 Farben, also von diesen Päckchen, 2 unterschiedliche Farbpäckchen. Und es gibt davon aber so viel mehr, ich glaube 10, wenn nicht sogar noch mehr. Und aktuell hatten sie viel von, allerdings immer nur diese 2 Farben. War schon blöd, ich habe überlegt, ob ich noch das Braun, das mit den Brauntönen mitnehme. Das passt ja auch so zu der Jahreszeit. Aber dann habe ich mich doch dagegen entschieden. Genau, ich mag dann doch eher so ja, kräftigere Farben und ja, mal gucken, ob sie beim nächsten Mal mehr haben. Ja, hab grün mitgenommen, genau. Also die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Damit lässt sich sehr gut arbeiten. Ich habe die mitgenommen, um so kleine Kleeblätter zu häkeln. Genau, denn ich bin bei einem Wichtel dran. Jetzt nicht für YouTube, sondern für mich, für privat. Ein Wichtel, ja, der ist so. Und auf der Mütze möchte ich gerne ganz viele, wie heißt es, Kleeblätter anbringen. Genau, das soll so ein Glückswichtel sein. Ja, ich habe ja in letzter Zeit so viele Wichtel hier gezeigt, so viele Wichtel gemacht. Und die Häklerleitungen sind ja relativ ähnlich. Genau, aber ich hätte Lust auf mehrere. Und ich habe mir überlegt, im Dezember kommt noch eins, genau. Ja, dann kommen wir doch zu meiner nächsten Häkleinleitung und tada, es ist ein Kranz. Ich komme mal näher mit einem richtig tollen Muster, ne? Und auch hier innen richtig schön bearbeitet. Also man sieht hier gar nicht, wo hier der Anfang ist. Denn ich habe am Ende so eine unsichtbare Masche gemacht. Sieht man tatsächlich nicht. Also finde ich richtig gut und damit kann man richtig viel machen. Ich finde es schön für einen Adventskranz. Ne? Man kann ja auch Kerzen aus häkeln, also Kerzen häkeln. Möchte ich dann auch jetzt demnächst machen. Passt dann ja gut hierzu. Was ich aber auch sehr schön finde, als Kranz, Türkranz zum Aufhängen, ne? Hier einfach eine Schnur und dann zum Aufhängen. Die kann man natürlich schön eindekorieren, entweder herbstlich oder auch winterlich. Oh, da habe ich auch so viele Ideen. Man könnte noch ein Tierchen häkeln, das hier so reinsetzen, finde ich auch total süß. Und ja, ich glaube, da seid ihr kreativ und zaubert tolle Sachen. Genau, den gibt es dann morgen um 12 Uhr. Ja, ich weiß nicht, jeder hat ein Action in der Nähe und das ist ja auch jedes Mal so ein Überraschungspaket tatsächlich. Also es gibt so manche Wolle, da haben sie immer was von, ne? Diese kleines Päckchen, wo die 8 Stück drin sind. Die gibt es aber auch bei Teddy und bei Kick. Kostet dann ein bisschen mehr oder dasselbe und hat dann nur 6 Stück drin, hatte ich auch schon gesehen. Kaufland hat die auch, da sind sie noch teurer. Da sind sie, glaube ich, auf 4,50 Euro oder so, meine ich, gesehen zu haben. Auf jeden Fall sehr teuer bei Kaufland. Und ja, das ist halt immer so eine Sache. Lohnt es sich jetzt dahin zu fahren oder nicht? Am besten wäre natürlich, wenn man so wie bei der IKEA-App, ne? Wo man dann nach dem Garn suchen kann. Dann klickt man den Garn an, dann gibt es halt
den Ort, wo der Action sich befindet und dann spuckt er aus, wie viele es noch vor Ort gibt. Das wäre optimal, weil oft ist dann ja auch schon mal Wolle im Angebot und dann fährst du hin und es ist nichts da und es sieht so aus, als wenn es diese niemals geben würde. Das ist dann manchmal schon doof. Und ja, manche Action haben mehr wie andere. Das ist schon, ja. Aber wenn sie dann Wolle haben, dann ist das super tolle Wolle, ne? Von dieser Allison und May mag ich halt sehr, sehr gerne. Kann ich empfehlen. Und ich kaufe die da auch sehr gerne. Genau. Wobei ich in letzter Zeit auch gerne online einkaufe. Sei es jetzt bei Hobby oder bei anderen Seiten. Hobby fiel mir jetzt als erstes ein. Genau. So, dann wisst ihr Bescheid. Morgen 12 Uhr. Ich wünsche euch an dieser Stelle einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann morgen. Tschüss, habt einen tollen Tag.